Am 3. September 2009 entführen Taliban in Nordafghanistan zwei Tanklaster unweit des deutschen Feldlagers in Kunduz. Die Bundeswehr sieht darin eine direkte Bedrohung. Daraufhin befiehlt der Kommandeur Oberst Klein einen Luftschlag gegen die Entführer. Ein Vorfall, der das Bild vom Krieg in Afghanistan nachhaltig verändern sollte. Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen, auch und gerade infolge deutschen Handelns, bedauere ich zutiefst. Eine Katastrophe, eine Eskalation des Krieges. Ich fordere den Bundesminister und die Kanzlerin auf, jetzt endlich zu entscheiden, dass die Bundeswehr abgezogen wird. Obgleich Oberst Klein zweifellos nach bestem Wissen und Gewissen sowie zum Schutz seiner Soldaten gehandelt hat, war es aus heutiger, objektiver Sicht, im Lichte aller, auch mir damals vorenthaltener Dokumente, militärisch nicht angemessen. 5 Monate danach muss sich Oberst Klein vor einem Bundestagsausschuss verantworten. Die Szenen des nachfolgenden Films beruhen auf seinen Aussagen und auf den Ereignissen in Afghanistan. Die Dialoge im Untersuchungsausschuss sind entweder wörtlich so gefallen oder sinngemäß. Die Szenen im Gefechtsstand in Kunduz beruhen ebenfalls auf diesen Aussagen, erheben aber keinen Anspruch auf Authentizität, was die konkreten Abläufe und Dialoge angeht. Da die folgende Zeugenvernehmung Zusammenhänge aus als geheim eingestuften Unterlagen zum Thema haben wird, tagen wir nunmehr geheim. Gegenstand dieser Untersuchung sind die Ereignisse und Entscheidungen, die im Zusammenhang stehen mit dem Luftangriff von Kunduz in der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009. Ich bitte nun, den Zeugen sich kurz vorzustellen. Mein Name ist Oberst Georg Klein. Zum Zeitpunkt des Bombardements war ich Kommandeur des Provincial Reconstruction Teams, des PRT in Kunduz. Hier waren zu meiner Amtszeit im Jahre 2009 etwa 1000 deutsche Soldaten stationiert. Oberst Klein, Ihnen ist bekannt, dass Ihnen im Hinblick auf das beim Generalbundesanwalt laufende Verfahren ein umfassendes Schweigerecht zusteht. Ich habe mich entschieden, heute im Gremium zu sprechen. Es ist der Deutsche Bundestag, der uns Soldaten mit dem Auftrag in Afghanistan ausstattet. Daher ist es selbstverständlich für mich, Ihnen zu dem Vorfall in Kunduz Rede und Antwort zu stehen. Würden Sie uns bitte noch einmal Ihre Situation am Tag des 3. September beschreiben? Ich muss sagen, dass wir an diesem Abend einen besonders schweren Gefechtstag hinter uns hatten. 3 meiner Soldaten waren in einem Hinterhalt verwundet worden. Einer davon so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden musste. Das Fahrzeug, mit dem Sie unterwegs waren, war komplett zerstört von einer Panzerfaust. Das haben wir da immer wieder. Das ist ja Alltag. Trotzdem ist das ein Faktor. Oberst Klein war in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Es gab Vorfälle Tag für Tag. Es gab Angriffe in regelmäßigen Abständen auf die Bundeswehr. Und er musste doch sehr angespannt gewesen sein, was auch menschlich sehr nachvollziehbar ist. چی کار داری؟ برو بالاشو که میزنه برد بالاشو بالاشو گفتم دلشو بالاشو بره که بره حرکت کن دوستو بدوان تیز بدوان برو گفتم تیز عجله کن بدوان تو فکر
Die Taliban haben zwar gesagt, dass sie uns nicht umbringen wollen, aber wir wussten, dass sie es dennoch vorhatten. Nordafghanistan war lange Zeit ein sehr ruhiges Gebiet. Und im Jahre 2009 gingen die Aktivitäten der Taliban im Nordafghanistan deutlich nach oben. Die Zwischenfälle haben sich, sagen wir mal, etwa verdoppelt in dieser Zeit. Die Sicherheitslage in Gesamtafghanistan hat sich seit 2009 signifikant verschlechtert. Zum ersten Mal waren die deutschen Kontingente mit der militärischen Realität konfrontiert, wie sie andere Kontingente, beispielsweise die Amerikaner, die Kanadier, die Briten, in anderen Teilen Afghanistans bereits längst erlebt hatten. Wir wussten zuerst nicht, wohin wir fahren, aber dann sagten sie uns, dass sie uns nach Chadaré bringen würden. Herr Oberst, wann und wie genau haben Sie im Camp Kunduz von den entführten Tanklastern erfahren? Das war bei der Stabsbesprechung. Afghanische Polizisten und ihre Verbindungsleute hatten meinen Nachrichtenoffizier informiert. Trotz des Hinterhalts erreichte die Kompanie den Stützpunkt Nawabad gegen 15.32 Uhr. Wie geht's dem Soldaten? Wird noch behandelt. Wissen die Angehörigen Bescheid? Ja. Gut. Wenn da weiter nichts mehr ist, dann schließe ich die Sitzung. Wir haben Meldung bekommen, dass zwei Tanklastzüge entführt wurden. Fahrzeuge der Kabuler Transportfirma Mirbacher Kott. Ladung sind 23 Tonnen Treibstoff. Haben wir Kontakt? Leider nein. Dem Informanten war es zu heiß, die zu verfolgen. Wenn die den Treibstoff in die Finger kriegen, dann machen die uns hier drin die Hölle heiß. Sprengen uns die Wachen weg. Ja. Sagen Sie dem Flugleitoffizier, er soll den B-1-Bomber über dem ausgebrannten Fahrzeug abziehen lassen und nach den Tanklastern suchen. Da drüben passiert wahrscheinlich sowieso heute nichts mehr. Wright Barron soll mir sofort Bericht erstatten, wenn er was findet. Wir hatten sehr konkrete Hinweise, dass die Taliban planen, einen größeren Anschlag gegen die Bundeswehr durchzuführen. Und diese Hinweise haben auch beinhaltet, dass das Feldlager angegriffen wird, auch mit Tanklastwagen angegriffen wird. Und wir hatten gerade die Erfahrung gemacht, dass zwei Wochen vorher 40 Menschen ums Leben kamen durch einen derartigen Angriff mit Tanklastwagen. Und deshalb war die Bundeswehr auch in einer besonderen, ja, wenn ich so sagen darf, Spannungssituation, gerade auch im Hinblick auf die Abwehr solcher Angriffe. Was mir am meisten Sorgen bereitete, war die Tatsache, dass ein paar Tage vorher ein Wäschereifahrzeug entführt worden war. Da waren deutsche und afghanische Uniformen drin. Ich wusste, die könnte man gut zur Tarnung benutzen. Zusammen mit Fahrzeugen und einer großen Menge Treibstoff stand zu befürchten, dass die Aufständigen damit einen Anschlag verüben würden. Da haben Sie also einen Bomber losgeschickt zur Aufklärung und abgewartet? Das ist korrekt. Haben Sie das Flugzeug koordiniert? Das übernahm ein Flugleitoffizier. Sie kennen sicher unter dem Codenamen Red Baron. Ich selbst habe entschieden, mich nach einem über 12-stündigen Arbeitstag kurz zurückzuziehen. Wir hatten ja alle keine Ahnung, wie lange die Suche dauern würde. Wir wussten ja nicht, wo sie hingefahren waren. Die Taliban hatten Angst, dass die Polizei oder die Regierungsarmee sie entdeckt. Deshalb mussten wir eine Nebenstraße nehmen. Doch die war für die LKWs überhaupt nicht geeignet. Und so sind wir am Fluss stecken geblieben. تیز شوید!
Um Mitternacht bin ich geweckt und zum Gefechtsstand der Taskforce 47 gerufen worden. Dort war die Information eingegangen, dass der Bomber die Tanklastzüge gefunden hatte. Klein? Red Baron, der die Flugzeuge per Funk koordiniert, hat in dieser Nacht vom Gefechtsstand der Taskforce 47 ausgearbeitet. Also bin ich direkt dahin. Ich bin 5 Minuten drüben. Über diese sogenannte Taskforce 47 liegen ja wenig offizielle Informationen vor. Das, was man weiß, ist, dass es eine Kombination ist aus Aufklärungseinheiten und speziellen Operationseinheiten. Hauptaufgabe ist im engsten Sinne die Eigensicherung der deutschen Lager in Nordafghanistan im Rahmen des ISAF-Mandats. Das heißt, sie dürfen keine aktive Terrorismusbekämpfung machen, sondern Hauptaufgabe ist Aufstandsbekämpfung, wie das eben andere militärische Einheiten in Afghanistan gleichermaßen tun. Die Taskforce ist ja eine spezielle Einrichtung. Die setzt sich zusammen aus unserem Kommando KSK und der Division Spezielle Operationen, die besonders gerade für Aufklärung hier auch besonders ausgerüstet sind und hier auch besondere Befähigungen haben. Und von daher ist es schon nachvollziehbar, dass die Informationen für ihn aus diesem Stand heraus besser waren als aus den herkömmlichen Informationen. B1, this is Red Baron. Can you hear me? Hello? Hello? Okay, I'm back. I'm sorry. There was some radio interference here. Copy. Situation seems to calm. Got them. Got a good view of the sandbank. Und? Objekte sind aufgeklärt bei einer Furt nahe Raman Bay. Was sind das für Fahrzeuge? Pickups, die waren schon da. Der Traktor kam kurz danach. Stecken die fest? Scheint so. Es gibt Informationen, dass die Fahrzeuge nach Chardaré verbracht werden sollen. Gibt's Erkenntnisse über die anwesenden Personen? Bei der Mehrheit wurden Objekte gesichtet, die mit großer Wahrscheinlichkeit Waffen sind. Einschätzung lautet, es sind Aufständische. Wie viele? 70, vielleicht 80. Ein Human-Kontakt hat 4 gelistete Taliban-Führer identifiziert. Mit Gefolgschaft? Das ist zu befürchten, ja. Wie weit weg sind die Furt und die Fahrzeuge? Das ist nicht weit. Wenn wir abwarten, bis sie fertig sind, dann hätten wir noch 20 Minuten, bis sie hier sind. Ja. Was sagt die afghanische Polizei? Noch nicht erreicht. Was ist ein Human Contact? Human Intelligence. Eine Quelle. Ein menschlicher Informant vor Ort. Und diese hohe Anzahl? Fast 100 Menschen? 70. Das hat Sie nicht verwundert? Die Quelle hatte 4 Taliban-Führer mit Namen identifiziert. Wenn diese Personen vor Ort sind, ist eine Zusammenrottung von 70 Personen realistisch. Gerade in dieser Region gibt es überdurchschnittlich viele Aufständische. Aber Sie sind nie auf die Idee gekommen, dass trotzdem auch Zivilisten dabei sein könnten. Die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Taliban ist nicht so einfach. In Zivil laufen ja alle herum. Und wie ist es mit Waffen? Es wurde gemeldet, dass dort Personen mit Waffen sind. Oder sind Sie einfach davon ausgegangen, dass alle bewaffnet sind? Das muss man, ja. Sie müssen einfach sehen, die Taliban sind teilweise nachmittags auf dem Feld als normale Feldarbeiter und abends nehmen sie Waffen in die Hand und agieren hier als Taliban. Es waren ca. 100 bis 200 Leute da. Vielleicht 40 Taliban, der Rest Bewohner aus den umliegenden Dörfern. Bis das Flugzeug auftauchte, waren immer mehr Menschen gekommen. In der Dunkelheit konnte ich zwischen Taliban und Zivilisten nicht unterscheiden. Es war Nacht und die Leute hatten alle die gleichen Sachen an. Man konnte nicht erkennen, wer ein Talib ist und wer nicht. Stimmt es, dass es eine Art Liste mit Taliban-Führern gibt, die es aufzuspüren und unschädlich zu machen gilt? Ich weiß, dass so eine Targeting-Liste in Masai-Sharif geführt wird. Kann es sein, dass die Abarbeitung einer solchen Targeting-Liste in die Zuständigkeit der Taskforce 47 fiel? Des Hauptmanns Westphal?
Darüber habe ich keine Informationen. Darüber haben Sie also keine Informationen? Oberst Klein, jetzt muss ich Ihnen doch noch eine Frage stellen, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Wie können Sie eigentlich sicher sein, dass diese ominösen Taliban-Führer wirklich da waren? Gemäß den Untersuchungsberichten hatte die Quelle von Hauptmann Westphal gar keinen Sichtkontakt zur Sandbank. Deswegen meine Frage, gab es weitere Quellen, über die Sie sich ein Lagebild verschaffen konnten? Außer den sehr guten Roverbildern, nein. Ich wusste aber, dass sich in diesem speziellen Gebiet sowieso nur Aufständische bewegen. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum ein normaler Afghane sich dort mitten in der Nacht hätte aufhalten sollen. Außerdem war die Jugend von Hauptmann Westphal ja von der NATO mit Bravo bewertet worden. Ihre Zuverlässigkeit schien mir absolut ausreichend. Wir haben dort gewisse Grade, Sicherheitsgrade, wenn ich so sagen darf, wie diese Quellen eingestuft werden. Und diese Quelle wurde als höchst seriös eingestuft, also im höchsten Grad, sodass, ich glaube, akzeptabel war, dass er die Information, die von dieser Quelle kam, auch dann für sich verwertet hat. Es ist im Nachhinein glasklar, dass vieles, was dort berichtet worden ist, von der menschlichen Quelle einfach falsch war. Und die Frage ist, gab es einen Übersetzungsfehler? Hat er was Falsches gesehen? Hat er gelogen? Also die Ethnie spielt da eine Rolle, weil die Ethnien sich gegenseitig nicht gut verstehen. Wir haben einen ähnlichen Fall gehabt im August des Jahres 2008, wo durch einen Stamm mit Blick auf einen anderen Stamm Informationen schlichtweg falsch gegeben worden sind und dies auch zu einer größeren Zahl von zivilen Verlusten geführt hat. Oberst Klein, bei so viel Unklarheiten, also um ganz sicher zu sein, dass nicht doch Unbeteiligte anwesend waren, wie die beiden LKW-Fahrer, wie kann es da sein, dass Sie nicht selbst mit der Quelle gesprochen haben? Naja, vor allem spreche ich kein Pashto. Hauptmann Westphal übrigens auch nicht. Er hat die Gespräche mit der Jugend über einen Sprachmittler geführt. Also die Quelle informierte den Sprachmittler, der Sprachmittler informierte den Hauptmann Westphal und der Hauptmann Sie. Habe ich die Kommunikationskette soweit richtig verstanden? Und auf dieses Hörensagen-Chaos haben Sie sich verlassen? Es handelte sich um eine Geheimdienstquelle mit verschlüsselter Identität. Zu viele Mitwisser wären gefährlich für deren Sicherheit. Außerdem gab der Kontakt genau das wieder, was auf dem Roverbild zu sehen war. Dem gleichen Roverbild, das auch Westphal die ganze Zeit gesehen hat. Könnte er sich mit der Quelle darüber verständigt haben? Ich komme zum Ergebnis, dass es ein Setting an Informationen gegeben hat, die nicht ganz korrekt waren, die ihn sehr stark in die Richtung gedrängt haben. Das ist nach meinem Eindruck nicht so gewesen, dass jemand ihm permanent über die Schulter ins Ohr geflüstert hat, jetzt bomb endlich. Aber dass die Informationen, die er bekommen hat, ein falsches, dichtes Bild abgegeben haben der Situation vor Ort. Und das hat maßgeblich dazu beigetragen. Was ist mit dem OCCP? Wir kriegen keinen Kontakt zur afghanischen Polizei. Ihre Quelle ist alles, was wir haben. Ja, und die EU meldet steigende Personenzahlen vor Ort. Getting order to withdraw for air refueling. Copied. B1 muss ich für Luftbetankung zurückziehen. Jetzt schon? Ist seit Stunden in der Luft. Was schlagen Sie vor? Uns bleibt nicht viel Zeit. Mit der B1 verlieren wir Sichtkontakt. Das scheint mir fatal in der gegenwärtigen Situation. B1 hat einen schnellen Zugriff mit 8x500 Pfund vorgeschlagen. Absurd. Es sind Gebäude in der Nähe. Wenn wir die erwischen. Withdrawing in 5. Noch 5 Minuten. Wir können nicht angreifen. Ohne die Infos von der afghanischen Polizei wissen wir zu wenig über die Lage da unten. Sicher? Ja, sicher. B1, operation is cancelled. Withdrawal approved. Jetzt sind wir blind. Gut. Vielen Dank.
Ich habe mich nicht unter Druck setzen lassen. Ein Bombardement kam für mich in dem Moment nicht in Frage. War es aber nicht auch ein Risiko, die Kontrolle so aufzugeben? Sicher. Trotzdem beweist diese Situation, und das sage ich hier in aller Deutlichkeit, dass ich nicht töten wollte. So ist das nämlich in einigen Medien dargestellt worden. Sie sehen aber, wenn ich das wirklich gewollt hätte, hätte ich das sofort tun können. Haben Sie nachher bereut, dass Sie den Bomber unverrichteter Dinge haben abdrehen lassen? Warum haben Sie dann die Kampfbombe angefordert? Gibt's was Neues? Mein Informant glaubt, dass die Aufständischen eine Aktion planen. Ich sage nur Kandahar. Was ist mit den Lastern? Stecken noch fest. Es geht aber auch mehr um die kleinen Fahrzeuge. Wir sollten da dranbleiben. Sehe ich genauso. Truppen rausschicken können wir wohl vergessen, was? Klar, wir sind ja schließlich nicht im Krieg. Irgendwas muss jedenfalls passieren. Und zwar schnell. Die Illusion, dass die Bundeswehr einen humanitären Stabilitätseinsatz in Afghanistan fährt und mit Anwendung von Gewalt nichts zu tun hat, hat natürlich auch dazu geführt, dass vieles, was notwendig war, gerade an Personal, nicht zur Verfügung gestellt worden ist. Wir erleben jetzt immer noch in so manchen Feldlagern in Afghanistan eine Gesamtgröße, die eigentlich unter dessen ist, was das Feldlager haben muss. Eigentlich kann man bestimmte Stationen der Bundeswehr auch jetzt in Afghanistan schließen, weil wir zu wenig Personal da haben. Fakt ist, dass ich keine Alternative hatte. Ich musste erneut Luftunterstützung anfordern. Bei einem Einsatz von Bodentruppen gegen 70 aufgeklärte Kämpfer hätte man eine dreifache Überlegenheit herstellen müssen. Das konnte ich nicht. Die dafür notwendige Truppenstärke war nicht verfügbar. Außerdem war damit zu rechnen, dass unterwegs Hinterhalte und Sprengfallen vorbereitet waren. Was wir erlebt hätten, wären Begegnungsgefechte bei Nacht gewesen. Orts- und Häuserkämpfe mit Toten und Verletzten bei meinen Soldaten und der Zivilbevölkerung. Wenn ich das befohlen hätte, würde ich wahrscheinlich auch vor diesem Ausschuss hier sitzen. Luftunterstützung ist angefordert. Und kriegen wir die? Wird schwierig, geht eigentlich nur, wenn es akut ist. Es ist akut. Die Leitstelle sagt, es müsste mindestens ein Tick vorliegen. Wir haben zwei Tankwagen und eine große Gruppe Bewaffneter, die nur wenige Kilometer entfernt vom PAT mobil machen. Das ist zumindest imminent threat. Ich kann es so ansagen. Tun Sie das. Erklären Sie meinetwegen auch einen Tick. Hauptsache, wir kriegen die Aufklärung her. Oberst Klein, man hat Ihnen in der Öffentlichkeit vorgeworfen, dass Sie bewusst gelogen hätten bei der Anforderung der Luftunterstützung. Ich beziehe mich auf die von Ihnen behauptete Feindberührung mit aufständischen Troops in Contact, ein Tick, wie es in der Fachsprache heißt. Was bedeutet das genau? Für die Erklärung eines Tick gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist, wie der Name sagt, dass da eine Truppe im Feuerkampf steht. Ein Tick trifft aber genauso zu, wenn eine andere unmittelbare Bedrohung, ein imminent threat, besteht. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie damit eine gängige Praxis beschreiben? Dass man das nicht so wörtlich nimmt? Nicht unbedingt. Auf jeden Fall war es für Sie eine Art Sesam, öffne dich, um Luftunterstützung zu bekommen. Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Ich gebe es auch gerne zu, ich habe mich da im Grenzbereich bewegt. Genau das kann allerdings überlebenswichtig sein. Deshalb sage ich, ich habe das angemessen ausgelegt. Auf jeden Fall war Ihre Strategie erfolgreich. Es kam sehr schnell zu einer Freigabe. This is JTAG Red Baron 20. How do you hear? This is Dude 15. Have you loud and clear? Our target is located near Raymond Bay. Got you, right there. Stand by for NJ call. So, gleich haben wir wieder Sichtkontakt zur Sandbank.
have contact of a teardrop-shaped land in the river. Good thing. So please give us a picture to give the commanders a possibility to make a decision if we get an engagement clearance. Aber die sollen Abstand halten. Vermutet, jetzt sind schon fast 100 Personen. Wir müssen noch die Jets hören. Scheint sie nicht abzuschrecken. Alle waren damit beschäftigt, das Benzin wegzuschaffen. Einige hatten Sorge, dass uns die Flugzeuge bombardieren. Aber die meisten haben nicht weiter auf die Flugzeuge geachtet. I see a lot of individuals. Looks like they're all around the trucks. Copy, thanks. Can you identify if they carry weapons? Not sure. Would you like a show of force over the area? Negative. I want you to hide. Can you confirm these are the stolen trucks? And while they were stolen, did they kill the drivers? Or what's the situation? Es ist richtig, dass wir in der Situation nicht wussten, was mit den Fahrern war. Wir sind aber auch aufgrund früherer Erfahrung davon ausgegangen, dass man sie entweder gleich nach der Entführung von den Fahrzeugen getrennt hatte oder dass sie getötet wurden. Die Piloten haben später ausgesagt, dass sie unter anderem deswegen Bedenken hatten. Haben Sie mit ihnen darüber gesprochen? Nein. Der Flugleitoffizier ist aufgrund seiner Ausbildung der alleinige Ansprechpartner der Piloten. Hat er Ihnen die Bedenken der Piloten vorgetragen? Soweit ich weiß, haben Sie keine direkten Bedenken geäußert. Sie haben Red Baron sicherlich eine Einschätzung der Situation übermittelt, aber Bedenken im eigentlichen Sinn, nein. Konnten Sie die Kommunikation zwischen Red Baron und dem Piloten mithören? Ja und nein. Und wie meinen Sie das? Also, ist es so, dass sich der Kamerad bei den Funkgesprächen in einer Fachsprache ausdrückt. Es war mir daher nicht möglich, den Funkverkehr genau zu überwachen. Ich hatte auch keinen Anlass, die Arbeit des Flugleitoffiziers in Frage zu stellen. Ich kannte Red Baron aus einer Vielzahl von Einsätzen aus den vergangenen Monaten. Red Baron war ein Berater, dessen Urteil ich uneingeschränkt vertraut habe. Er war es. Und heute? Ich muss im Nachhinein feststellen, dass die Ausbildung der JTECs und auch der Kommandeure verbessert werden muss. Alle Unsicherheiten müssen in Zukunft vermieden werden. Die Bombennacht von Kunduz zeigt, wie unvorbereitet teilweise die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt worden ist und dass auch nach 8 Jahren Einsatz vieles nicht vorbereitet war und teilweise Kommandeure, Soldaten in Situationen reingeschickt wurden, auf die sie keineswegs vorbereitet waren. Eines verstehe ich nicht. Wodurch hat sich die Situation in Ihren Augen dann urplötzlich so zugespitzt? Da kamen verschiedene Sachen zusammen. Zunächst hatten wir beobachtet, dass immer mehr Fahrzeuge hinzukamen, um Treibstoffvorräte zu laden. Vor allem die Pickups machten uns Sorgen. Solche Fahrzeuge lassen sich sehr schnell über Land bewegen und sind damit für einen unerwarteten Angriff am besten einsetzbar. Von diesen Pickups ging in Ihren Augen also eine imminent threat, eine unmittelbare Bedrohung aus. Ja. Das zweite war die Tatsache, dass ich nicht genau wusste, wie lange uns die Flugzeuge zur Verfügung stehen würden. Die hätten jederzeit abgerufen werden können. Für eine andere Situation in Afghanistan. Still waiting for my commander's decision. Just to give you some options, what we could do is maybe some show of force, scatter the people and then potentially blow up the vehicles for you. Yeah, copied, but please stand by, just talking to the commander. Die Piloten wollen unbedingt eine Show of Force fliegen. Das bringt doch nichts mehr. Sie sind seit Stunden Flugzeuge in der Luft und die ziehen ihr Ding trotzdem durch. Mir ist das klar, aber für die Piloten ist Show of Force eben das normale Vorgehen bei AOE 421. Und wenn wir den Einsatzbefehl verändern? Worauf? Sagen Sie ihn durch, wir wechseln auf ROE 429. 429? Einfach so? Ja. Und was für ein Befehl war das jetzt, den Sie gegeben hatten? Wir hatten zunächst ROE 421 angewendet. Das bedeutet Imminent Threat.
also unmittelbare Bedrohung unserer Truppen. Da aber vor Ort keine solche Bedrohung vorgelegen hat, erschien mir ROE 429 dann doch passender. Können Sie ROE 429 auch kurz beschreiben? Unter ROE 429 setzt man gezielt Waffen gegen Personen ein, die Angriffe auf afghanische Sicherheitskräfte oder ISAF-Kräfte vorbereiten. Looks like all the passengers from the sandbank, or at least more than 50%, are running to the north side. Copied. The target is sensitive now. Die hauen ab. Wir müssen jetzt irgendwie reagieren. Nehmen Sie nochmal Kontakt zur Quelle auf. Wir müssen erst wissen, wer die Flüchtigen sind. Die Quelle hat in den letzten 30 Minuten dreimal bestätigt, dass da nichts als Aufständische sind. Könnten Sie nochmal Kontakt herstellen? Die Einschätzung ist unverändert. Kennen Sie den Mann eigentlich? Ich habe schon öfter mit ihm gearbeitet, ja. Wollen wir zuverlässig, Informationen korrekt. Zum Beispiel das Treffen der Taliban-Führer vor ein paar Wochen, das war auch er. Das war gut. Ich meine, 100% sicher kann man nie sein. Nein. Ich sehe die Sache so. Die LKWs werden immer leichter. Irgendwann werden diese Fahrzeuge wieder freikommen. Und dann sind sie weg. Oder die Pickups starten. Als Kommandeur tragen Sie am Ende die Verantwortung. Wir hatten große Angst, dass wir nicht lebend aus der Sache rauskommen. Aber als Moslem gibst du die Hoffnung nie auf und vertraust auf Gott. Daher hofften wir, dass sie uns freilassen würden. Denn wenn nicht, war klar, dass sie uns töten würden. Where do you want those weapons to impact? Do you want them to hit the vehicles? Just between both vehicles. Are you trying to take out the vehicles or are you trying to take out the packs? Wir tun alles, was erforderlich ist, um die Sicherheit unserer Truppen zu gewährleisten. Kann man sagen, dass Hauptmann Westphal auf diese Entscheidung gedrängt hat? Westphal ist ein Hauptmann. Ich bin Oberst, der kann mich gar nicht drängen. Er kann mich lediglich beraten. Auf jeden Fall ging von nun an alles sehr schnell. Eine Meldung an das deutsche Hauptquartier in Mazar-i-Sharif unterblieb. Auch den militärischen Rechtsbeistand vor Ort haben Sie nicht aufgeweckt. Ich hielt es nicht für nötig, ihn zu wecken. Sie haben also zu keinem Zeitpunkt in Betracht gezogen, jemanden um Rat zu fragen. Sie hätten sich doch zumindest mit Ihrem direkten Vorgesetzten, dem Brigadegeneral Vollmer, abstimmen müssen. Wozu? Niemand konnte ein besseres oder vollständigeres Lagebild haben als ich. Allein ich war zuständig und verantwortlich. Wissen Sie, wie das für mich klingt? Als hätten Sie kein Nein hören wollen. Als hätten Sie befürchtet, dass Ihr Vorgehen von höherer Seite unterbunden wird. War das so, Oberst Klein? Absolut nicht. Meine Vorgesetzten hatten mir das Leben von über 1000 Soldaten anvertraut. Es war meine Entscheidung und ich habe sie getroffen. Zudem entspricht es unserem Führungsverständnis, dass Führer aller Ebenen ihren Entscheidungsspielraum effektiv und verantwortungsvoll ausnutzen. So wie erst handeln, dann melden. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist, aber es gibt Regeln in der NATO, die sagen, wenn man in eine solche Situation reinkommt, dann muss man im Prinzip in einer Art Entscheidungsgremien bestimmte Leute abfragen. Auf seinem normalen Gefechtsstand hätte er seinen Offizier vom militärischen Nachrichtenwesen, seinen G3 und andere Leute mit dabei gehabt.
mit denen er sich auch hätte beraten können. Diese Möglichkeit hat er auf dem Gefechtsstand der Task Force 47 nicht gehabt. Zu sagen, es ist ein Fehler gewesen in dieser Situation, ist eine schwierige Aussage, aber man hätte es anders machen können. Die Aufständischen fangen an, sich zu zerstreuen. Hauptfeldwebel, hiermit gebe ich den Waffeneinsatz gegen die entführten Tanklastzüge und die im Umfeld operierenden Aufständischen frei. So, what do you think how long it will take until we can attack? Request 1 minute to attack. 1 minute out. Are an imminent threat. So those insurgents are trying to get all the gasoline off the tanks, and after that they will regroup, and we've got intel information about current ops to probably attack Camp Kunduz. Do you want us to fly a shore force and scatter the packs and hit the vehicles? Negative. I want you to strike directly. F-15 is hot. Looking for a north to south run-in. Weapons away. 40 seconds to impact. Show splash. Copy. Splash observed. Militärische Führer müssen ins Ungewisse entscheiden. Das kann Konsequenzen für Leben und Tod von Menschen haben. Und wir gehen dabei immer das Risiko ein, dass wir eine Fehlentscheidung treffen. Die Hoffnung auf ein komplettes Lagebild ist eine Illusion, die mit der Realität leider nichts zu tun hat. Das Lagebild im Kopf eines Führers baut sich nicht nur aufgrund von Einzelmeldungen auf. Wesentlicher sind die Erfahrungen, die man gemacht hat. In meinem Fall waren das 5 Monate Kunduz. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass alle Meldungen fertiggestellt waren und dass mein Gefechtsstand informiert war, habe ich mich zurückgezogen. Es mag Sie verwundern, aber meine Gedanken waren in dem Moment nicht nur bei dem gerade erfolgten Luftwaffeneinsatz. Sie waren auch bei meinen Soldaten, die einen schweren Gefechtstag hinter sich gebracht hatten. Bei den 3 Verwundeten. Und bei der Sorge, was der nächste Tag bringen würde. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich keine Anteilnahme mit den Menschen hatte, die ihr Leben verloren haben. Ich bedauere das zutiefst. Und ich habe mich auf meine Art damit auseinandergesetzt. Als Christ. Ich bin direkt vom Gefechtsstand in die Kapelle gegangen, um zu beten. Schnell, Major.
Wir haben in Gänze im Ausschuss ihm Respekt gezollt. Wir haben geklopft und haben aber direkt im Anschluss uns in einer Beratungssitzung, ich würde nicht sagen davon distanziert, aber uns gegenseitig versprochen, dass wir das nicht mehr tun. Weil egal, ob wir jemanden authentisch finden oder nicht, egal, ob wir finden, dass sein Gang in den Ausschuss gerade war und sein Visier offen, dass das immer noch eine Zeugenvernahme ist. Was wäre eigentlich gewesen, wenn es den Taliban gelungen wäre, diese Tanklastwagen in unser Lager zu bringen? Deshalb glaube ich, Oberst Klein hat gehandelt, um unsere Soldaten zu schützen. Was ich sehr bedauere, dass es zivile Opfer gegeben hat. Das hat auch zu entsprechenden Konsequenzen geführt. Und es war auch nicht die Absicht von Oberst Klein, zivile Opfer zu verursachen. Ich glaube, für die Bevölkerung war das eigentlich das Zeichen, dass es in Afghanistan nicht nur um Brunnen bohren und Schulen bauen ging, sondern dass dort Soldaten mit militärischen Mitteln eingesetzt wurden und dass bei deren Handlungen sowohl andere berechtigterweise Taliban getötet werden konnten, als auch unberechtigterweise Zivile. Vordergründig hat es erstmal zur Folge gehabt, dass einer größeren deutschen Öffentlichkeit klar geworden ist, dass die Legende, dass Deutschland in einem Stabilisierungseinsatz, einem friedvollen Einsatz in Afghanistan involviert wäre, ich meine, eine Legende war. Dass die Bundesrepublik eigentlich von Anfang an in etwas involviert worden ist oder involviert ist, was man gemeinhin Aufstandsbekämpfung nennt. Das hat die deutsche Politik einige Jahre lang geschickt kaschieren können und das war aber mit Kunduz nicht mehr möglich. Oberst Klein ist auf der einen Seite nicht vorbereitet genug gewesen für diese Situation. Die Frage aber stellt sich dennoch, ob er nicht zu leichtfertig auf Informationen vertraut hat, die dann am Ende so nicht richtig waren und ob diese Informationen gesteuert waren oder nicht. Und in der Situation muss man einfach feststellen, dass er Entscheidungen getroffen hat auf der Grundlage von Regeln und von Informationen, die so nicht haltbar sind.